So, als allererstes, das ist die Amethyst Glow. Die finde ich persönlich wunderschön, weil das Deko, nee, von der Deko, nee, vom Stil, hört sich gut an, genau mein Ding ist. Hier ist das Schälchen drin, das mache ich gleich aus. Vielmehr, ich packe das mal als erstes aus. Und ich habe mal wieder keinen Stecker vorbereitet. Ich schlaues Kind. Das mache ich gleich. Hier ist das Schälchen. Da steht hinten eine 4 drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das bedeutet halt, dass man 4 Wachswürfel reinmachen darf in diese tolle Lampe. Die ist so, das ist ein klares Schälchen. Und jetzt seid gespannt. Die so schön. Das ist sie, die Amethyst Glow. Ist ein bisschen lila Flieder mit so ganz vielen kleinen Steinchen. Und die ist wirklich richtig toll. Es gab mal so eine Muttertagslampe, die hatte so ganz viele grüne kleine Perlmuttsteinchen. Aber diese finde ich fast noch schöner. Ich mache die mal runter. So, Deckel drauf. Dann sieht die mit Deckel. Ja, mit Deckel sieht sie nicht viel anders aus. Und jetzt muss ich mal eben das Problem lösen mit meinem Kabel. Kleinen Moment. Nichts vorbereitet hier, ne? Aber ja, was soll's. Wir kriegen das schon hin. So, jetzt mache ich mal den Stecker da rein. Und man ist hier auch schon an, so sollte das gar nicht sein. So, das ist sie halt, wenn sie aus ist. Und jetzt mache ich es hier an. Sieht die nicht richtig, richtig, richtig toll aus? Also von der bin ich total begeistert. Bin mal gespannt, wie die abends im Dunkeln aussieht. Da werde ich euch dann aber mal ein Foto von machen. Also die ist richtig toll. An, aus, an, aus, an. Jetzt gucken wir noch mal im neuen Katalog, den ich ja natürlich schon habe, wie teuer sie ist. Und was da steht an Beschreibung, weil Henzi lässt sich ja immer so tolle, tolle Sachen einfallen, was die Beschreibung der einzelnen Lampen angeht. Moment, Amethyst Glow kostet 71 Euro und da steht nichts. Na, da steht jetzt keine Erklärung zu, das kommt dann wahrscheinlich auf der Homepage, wenn die dann irgendwann veröffentlicht ist. Also die Lampe auf der Homepage, dann wird es da wahrscheinlich einen schönen, schönen Text zu geben. Auf alle Fälle finde ich die echt gut. Die würde ich mir auch sofort, weil die Farben, eigentlich war ich nie so ein lila Typ oder rosa Typ, aber anscheinend wird das immer mehr. Ich weiß gar nicht, seht ihr das richtig, dass sie welche Farben die hat? Mir kommt das so vor, als wirkt das ein bisschen anders. Also im Video sieht sie ein bisschen dunkellila aus, sie ist aber mehr so rosa. Rosa? Ja, mehr Flieder. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Ich mache mal aus. Ja. Das entspricht der Realität, was ihr da seht. Aber hier ist sie halt ein bisschen mehr Rosé. Nee, Rosé nicht, mehr Pink.
aber trotzdem richtig toll. Also, das ist eine richtig tolle Lampe. Okay, dann habe ich gesagt, dass sie 71 Euro kostet. Habe ich, glaube ich. Ich werde mich jetzt mal an die nächste Lampe tasten. Ich packe diese mal eben weg und dann packe ich mit euch die nächste aus. Bis gleich.